Hallo Freunde, willkommen zum 10. Video dieser Serie zu den effektivsten, besten Übungen am Schlagzeug. Ich habe ja schon gesagt, ist egal auf welchem Niveau ihr seid, diese Übungen sind auch immer hilfreich für Fortgeschrittene, sogar Profis. Und das gilt für dieses Video ganz besonders, denn heute soll es um eine Sache gehen, die selbst fortgeschrittene Schlagzeuger sehr oft vergessen. Wir spielen ja am Schlagzeug, indem wir auf unsere Instrumente draufschlagen. Dann entsteht ein Ton und der klingt mal kurz und mal lang. Was wir aber total oft vergessen ist, dass wir diesen Ton auch bewusst beenden können. Und das sollten wir auch öfter mal tun. Andere Instrumente setzen sich damit viel konkreter auseinander. Ich meine, zum Beispiel bei Sängern geht es ja gar nicht anders. Sie müssen ganz bewusst den Ton beenden und die Länge des Tons selbst gestalten. Auch Gitarristen, Keyboarder, Pianisten, da ist ganz klar, dass der Ton eine bestimmte Länge hat. Aber wir Schlagzeuger hauen auf ein Becken und akzeptieren halt einfach, dass es dann noch lange klingt. Wir können aber ganz klar den Ton des Beckens beenden, indem wir es anschlagen und abdämpfen. Das gleiche gilt auch für die Toms, die ja auch relativ lange klingen können. Natürlich für die Hi-Hat, die wir auch mit dem Fuß stoppen können. Und die Fähigkeit, das zu können und das auch bewusst zu tun, sollten wir ganz bewusst konkret trainieren. Und hier ist, wie ihr das tut. Wir nehmen dafür eine Übung aus meinem dritten Buch Drum Quest Stage 3, eine ganz einfache Leseübung. Und die spielen wir jetzt auf dem Crashbecken einfach mal durch. Dort, wo eine Note steht, schlagen wir das Becken an. Und dort, wo eine Pause steht, stoppen wir das Becken ab. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und daran sehen wir, dass es einen großen Unterschied macht, ob dort Viertelnoten oder Achtelnoten und Achtelpausen stehen. Auf der Snare Drum wäre das das Gleiche. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und... Ob es als Viertelnoten oder Achtelnoten und Achtelpause geschrieben ist, macht keinen Unterschied. Aber hier wäre der Unterschied so. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und... Pausen sind auch Musik. Pausen sind auch ein Baustein in der Musik. So viel ist den meisten klar. Was vielen nicht klar ist, ist, dass wir Pausen spielen. Dass Pausen nicht bedeuten, hier nicht zu spielen, sondern die Pause ist auch ein aktives Zeichen. Das heißt, wenn dort eine Pause steht, müssen wir auch aktiv an dieser Stelle den Ton beenden. Das ist den meisten Musikern klar, nur uns Schlagzeugern nicht, weil das leider so selten thematisiert wird. Und deshalb ist mir dieses Video so wichtig und deshalb bringt euch diese Übung auch so viel weiter. Diese Übung und die Fähigkeit, die Tonlängen, die ihr erzeugt, bewusst zu gestalten, wird die Palette eurer Ausdrucksfähigkeiten vergrößern. Und ich empfinde sowas auch immer als Bewusstseinserweiterung. Es wird einem noch eine Sache bewusst, die man am Schlagzeug machen kann, Klänge und Emotionen, die man erzeugen kann. Hier sind ein paar Beispiele, wie ihr das zum Beispiel anwenden könntet.
Diese Übung hat vor allem mein Bewusstsein darauf erweitert, dass wir Verantwortung für die Tonlängen, die wir erzeugen, übernehmen müssen. Das heißt, wenn wir auf ein Becken hauen, müssen wir Verantwortung dafür übernehmen, wie lange es klingt. Denn wir haben es in der Hand, worauf wir hauen, welche Instrumente wir für unseren Schlag auswählen und ob wir es abstoppen oder nicht. Also nicht einfach auf ein Instrument hauen und sagen, so klingt es halt. Ihr habt es immer in der Hand, wie es klingt und wie lange es klingt oder auch worauf ihr haut. Ich hoffe, diese Übung bringt euch genauso viel wie mir. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt zu Schlagzeugspielen, Musik, Lernen und persönlicher Weiterentwicklung, solltet ihr auf jeden Fall jetzt abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.